Grüße. Nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst, hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 11.10.22, einen wunderschönen Dienstag. So, wir gucken, was wir an diesem wunderschönen, einzigartigen Tag hier machen dürfen, können, sollen, erleben dürfen. Denn dieser Tag ist einzigartig. Der kommt nie wieder. Der 11.10.22 kommt nie wieder. Ja, gut, jetzt gucken wir. So. Bevor ich gucke, wollte ich euch zwei sagen. Ich habe zwei, wie heißt denn das? Unter dem Video, unter dem Manifestationsvideo, zwei längere Nachrichten bekommen. Danke dafür und auch danke Helga, die nur Danke sagte. Ich möchte bloß sagen, dass diese Technik mit dem Glück spüren und öffnen, man wahnsinnig viel Herzöffnung macht automatisch, also für dich, liebe Anne, das ist der Nebeneffekt, wenn du das machst und wenn du das dich hinlegst und beim vom Schlafen gehen wirklich in dir gehst und das machst, du öffnest automatisch dein Herz. Weil dieses Glück, wenn du es richtig machst, ist ja unbefleckt. Da hat das Herz keine Angst. Wird sich immer ein bisschen sperren, ja, aber es macht immer ein bisschen weiter auf. Das ist ja nur Glück und das darf sie spüren. Hat sie ja keinen Nachteil davon, das Herz. Das, wenn du das immer wieder machst, wirst du sehen, dass das besser wird. Und für dich, liebe Gabriele, will ich sagen, wenn du das genauso machst und das Glück mal in deine Seele, bewusst in deine Seele gehen lässt und wirklich da tief reingehst, kannst du das, was du da sagst oder was du da schreibst, wirklich auch spüren. Und das kann man trainieren. Also, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du das ins normale Leben bringen kannst, aber das kann man trainieren und diesen Zustand geht. Du musst das Glück wirklich nur in deine Seele bringen, so richtig reinziehen. Aber das braucht ganz tiefe Entspannung, ganz tief gehen. Aber ich glaube, da brauche ich dir nichts sagen. Aber das geht auch. So, jetzt kommen wir aber endgültig zum Dienstag. So, schauen wir mal. Dienstag, wir haben Manipulation. Online. Okay, ja, logisch. Wir werden überall manipuliert. Von oben, von unten, von hinten, von vorne. Online und auch so. Und hier brauchst du eine Berufung. Okay. Also online. Jetzt, da muss ich jetzt weiterschauen. Also das ist schon mal gut. Wir werden also nicht nur Zeitung, Radio, Fernsehen, sondern auch online manipuliert. Ja, wissen wir da. Hier heißt, du kannst aber auch deine Berufung folgen und schöne Dinge erleben. Jetzt muss ich da erstmal weiterschauen, bevor ich da was Verkehrtes sage. Ja, die Manipulation geht von offiziellen Stellen aus. Offizielle Stellen, du weißt, Regierung, Vereine, Zeitung, alles im weitesten Sinne ein großes Ding ist offizielle Stellen. Es liegt an dir, Selbstbestimmung. Es liegt an dir, dieser Manipulation nicht zu unterliegen. Ach, wir sind angebunden. Ah, okay, ich verstehe das. Da muss ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht so sehr aufs Weltliche gehen. Doch, ich lasse mal Weltliche. Also, weltlich heißt das hier. Du wirst manipuliert. Online, Telegram, YouTube, alles was so ist, Instagram, keine Ahnung, was für Blödsinn alles gibt. Telegram, ach, ich weiß nicht, was da alles gibt. Und wir werden mit Meldungen bombardiert und alles ist manipuliert. Das Einzige, was du machen kannst, ist selbstbestimmt deine schönen Dinge zu erleben. Deine Dinge. Also dir selbst zu vertrauen, selbstbestimmt heißt immer dir selbst zu vertrauen, nicht dir die Manipulation zu vertrauen, sondern dir und deinem Gefühl zu vertrauen. Dann Abschied der Liebe und der Gefühle. Nein, Abschied da oben. Ah, verstehe schon. Ja, das ist schön. Und zwar, du kannst durch dieses Selbstvertrauen dich davon verabschieden und das fühlen, absolut tief fühlen, was du, wozu du berufen bist. Ich mag jetzt trotzdem ganz schön auf den Abschied legen, weil der da so blöd dazwischen liegt.
Es gibt für mich anders überhaupt keinen Sinn, aber ich will den Abschied trotzdem legen, dass wir uns da sicher sind. Im Hier und Jetzt vorbei, Stress, ja, das ist das genau das, was ich gesagt habe. Ich wollte eigentlich bloß eine Bestätigung. Diese Manipulation ist in dem Moment, wo du selbstbestimmt bist, auf deinen Ruf hörst, auf deine Gefühle her, vorbei. Du darfst ihn verabschieden, der Stress ist vorbei, im Hier und Jetzt. Sobald du auf dich hörst, in die Selbstbestimmung gehst, das ist ganz wichtig und dir vertraust. Denn hier wird natürlich auch online viel gelogen. Keine Ahnung. Wir hören ja immer. Wir hören, Trump ist gut, Putin ist gut, Xi ist gut. Hören wir alle. Haben wir alle schon gehört. Ich weiß es nicht. Ich kenne weder Trump noch Xi noch Putin persönlich. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die vom Fernsehen und ich weiß, was die Leute sagen. Ich kann es nicht beurteilen. Und ich glaube, keiner von uns kann es wirklich beurteilen. Wenn mir dann jemand was beweisen will, dann bringt er mir so Sachen, ja, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das getan, der hat das getan und darum. Ja, das sagt gar nichts. Ich sag, an deinen Taten sollst du es erkennen. Das ist etwas, was aus dem Evangelium ist oder Lukas, ach, was weiß ich, wurscht. Aber das hat Sinn. Ich schaue, was sie tun. Und dann sage ich, der ist gut oder der ist schlecht. Was Putin jetzt tut, ist natürlich ja, nicht gut. Nein, Krieg ist nicht gut. Da muss ich aber auch sagen, ich weiß nicht warum. Also ich verurteile den Krieg, aber ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß nur, was schon jahrelang da gespielt hat und dass das nicht ohne Grund passiert ist. Deswegen rechtfertigt sich das vielleicht nicht. Das weiß ich aber nicht. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, und darum verurteile ich weder den noch den. Ich verurteile unsere Regierung, weil da sehe ich die Taten. Ich sehe, was die tun und ich sehe die Auswirkungen. Ich sehe es, ich spüre es am eigenen Leib. Die tun nichts für uns. Das spüre ich, das sehe ich. An seinen Taten sollst du es erkennen. Bei Putin zum Beispiel in Russland, da sehe ich es nicht, weil ich bin ja kein Russe. Man sagt, dass der Putin zu seinem Volk richtig gut ist, dass die richtig viel, dass denen richtig gut geht. Aber ich weiß es nicht, ich bin ja nicht drüben. Wo Trump 4 Jahre an der Macht war, ist es Amerika dem Volk besser gegangen, nachweislich. Wieder Taten. Bei Putin, der ist zweideck, das weiß ich es nicht. Und bei Xi weiß ich schon gleich gar nichts. Also, kann ich bloß mir vertrauen, weil ich sonst keine Ahnung habe. Und ich vertraue meinem Gefühl. Und mein Gefühl sagt jetzt nicht, der ist gut und der ist böse. Das weiß mein Gefühl auch nicht. Da bin ich viel zu voreingenommen und viel zu, ich möchte unbedingt, dass der gut ist, dass das alles gut wird. Verstehst du? Also da kann ich mich auch nicht freimachen. Ich habe das mal probiert. Ich kann das nicht. Das ist einfach viel zu nah. Das ist viel zu nah. Folgedessen gehe ich immer hin, wie wird mein Leben? Und ich kann ja auch was von meinem Leben ausgehen. Und mein Leben wird schön. Es wird schön. Also, wenn mein Leben schön wird, wird das Leben meiner ganzen Familie schön. Das ist bei mir automatisch mit drin. Und wenn es meiner Familie gut geht, geht es natürlich denen, ihrer Familie und denen, ihren Freunden gut. Und wenn es denen gut geht, geht es uns allen gut. Verstehst du? Das ist, und das kannst du bei dir auch machen. Wenn du bei dir spürst, dir wird es gut gehen, alles wird gut, dann wird es für alle gut, also nicht bloß für dich. Außer du wanderst jetzt aus nach dem Bukto und hast da ein schönes Leben, dann kann es sein, dass es nur für dich ist. Aber so wie ich es mache, ist es für alle. Und dann geht es uns alle gut. Und hier heißt bitte, komm in die Selbstverantwortung, dann kannst du diese Manipulation verabschieden. Hilfe kriegen wir auch, en masse. Das haben wir in letzter Zeit öfter. Energetisch, wenn wir es betrachten, sind wir unwahrscheinlich angebunden. Wir kriegen unwahrscheinlich auch energetisch viele Meldungen, also mit viel verschiedenen Gefühlen. Und da ist auch die Manipulation drin. Das heißt, durch dieses starke Angebundensein könnten wir auch manipuliert werden. Und darum liegt hier, folg deinen Ruf und deinen Gefühlen. Und da musst du wirklich, du kannst wirklich nur auf dein Gefühl hören. Es gibt so Sachen, du weißt, ich lese viel und ich mache viel und ich habe irgendwann mal gelesen,
dass es in irgendeiner Dimension irgendwelche Kletten oder Geister oder keine Ahnung, irgendwelche Manschka gibt, die sich da irgendwie an dir festbeißen und keine Ahnung, was ich da alles gelesen habe. Und dann bin ich immer ins Bett gegangen und hab mir gewusst, wie ich mich schützen soll, dass nicht so ein komisches aus der unteren Dimension kommt und keine Ahnung. Das ging ein paar Tage, bis ich gesagt habe, mal stopp, was soll denn das? Was mache ich denn da? Und dann bin ich wirklich in mir gegangen und habe geschaut, okay, Diana, du bist es doch, du kannst doch das alles. Guck mal, ist denn bei dir irgend sowas? Hast du irgendwo eine Energie, die nicht passt? Oder was fühlst du denn wirklich? Da bin ich meinen Ruf gefolgt. Und nur, weil ich kann diese, vielleicht gibt es ja oder vielleicht gibt es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe nichts an mir oder bei mir wahrgenommen, was hier irgendwie mich ausgesaugt hätte, sage ich jetzt mal. Ich habe mich da nur durch das Lesen von so einem Blödsinn reinfließen lassen, manipulieren lassen, weil ich dann automatisch Angst davor bekommen habe. In mir gehen. Und nein, da ist nichts. Und dann habe ich natürlich, das liegt jetzt hier nicht, aber Wissen erlangt, und zwar indem ich da mehr, viel, viel, viel mehr drüber gelesen habe. Und dann habe ich gesehen, dass die einen sagen, ja, ganz schlimm, die anderen sagen Quatsch und die Dritten sagen das und die Vierten sagen das. Und was kam raus? Keiner hat eine Ahnung. Jeder vermutet nur, die einen sehen, die anderen sehen nicht. Keine Ahnung. Also kann ich mich wieder nur auf mich verlassen. Und das ist hier ganz genauso. Also du kannst dich, du darfst dich auf deinen Gefühlen verlassen, aber auf deinen. Und das geht halt schön, wenn du hier schöne Dinge erlebst, wenn du zum Beispiel in meinem letzten Manifestationsvideo wirklich in dieses Glück gehst und wirklich bei dir bist und in diesem Gefühl sagst, so und jetzt mal ganz ehrlich, muss ich Angst haben vor XY, passiert irgendwas und dann schau, ehrlich, und dann wirst du sehen, dass gar nichts passiert. Und ich sagte das mit diesem Glücksgefühl, weil ein Glück erzeugen ist schwerer, weißt du ja. Also es ist leicht, sich zu fürchten, es ist leicht, Angst zu haben. Das schaffen wir alle ganz leicht, da sind wir gedrillt drauf. Schlechte Gefühle zu haben, sind wir drauf gedrillt, schaffen wir sofort. Müssen wir uns bloß ganz kurz ärgern, alles schon vorbei. Glücksgefühle müssen wir erstmal wieder lernen. Und darum sagte ich in diesem Glücksgefühl, weil wenn du dann wirklich, keine Ahnung, irgendwas wahnsinnig Schlimmes vor dir hättest oder du etwas fühlen würdest, würde dieses Glücksgefühl absolut instabil und würde zusammenfallen und du hättest ein schlechtes Gefühl. Bleibt es, dann kommt auch nichts. Es kommt aber daher, also dieser Trick geht nur, wenn man noch so konditioniert ist, dass man mehr schlechte Gefühle macht, weil die Gewichte von schlechten und guten Gefühlen einfach noch so ist und dass die schlechten, heute so muss ich machen, dass die schlechten Gefühle einfach noch viel schwerer sind und darum kommen die viel eher. Wenn das mal ausgeglichen ist, dann musst du das mal ehrlich machen. Aber jetzt am Anfang geht es wunderbar so, dass du erstmal ins Glück gehst, dann kommst du raus aus der Angst und kannst, und dann die erste Antwort, das erste Gefühl, nicht das dritte, nicht das vierte, das erste. Und du kannst es auch nie lang halten, verspreche ich dir. Also das kann wirklich jeder, ist aber auch Übung. Also wenn du das magst, das erste Gefühl, das erste Satz, das erste Bild, je nachdem wie du es machst, ist deine Antwort. Die musst du nicht immer gleich verstehen. Schreib sie dir auf, ganz wichtig. Du wirst sie verstehen. Gut, das heißt eben hier, wir müssen uns vertrauen. Wir werden auch von allen Seiten manipuliert und wir werden wirklich von allen Seiten manipuliert. Also von Amerika, von Russland, von Deutschland, von allen Seiten. Alles manipuliert uns, weil jeder hier sein eigenes Ding machen will. Keine Ahnung. Und darum können wir nur zurück zu uns selbst. Und wenn du selbstbestimmt bist, darfst du den ganzen Blödsinn, Stress, ist er nämlich vorbei. Du bist dann im Hier und Jetzt und dann ist der Stress vorbei, weil du dann wirklich merkst, alles ist gut. Und Hilfe kriegen wir auch noch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir,
dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link, da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.